Hallo und willkommen zurück bei Spielabend TV. Wir spielen heute die erste Runde von Konzept und ja, ich würde einfach mal sagen, viel Spaß euch beim Zuschauen. Der erste Begriff. Okay, ich weiß was. Das mache ich jetzt. Okay, also Hauptthema ist. Okay, machen wir so. Also ich habe jetzt auf die Sonne gelegt und auf die durchsichtig. Ja, durchsichtig, Glas, Ja, unsichtbar. machen wir es mal noch so. Auch die weiß. Dann. Was gibt es denn noch so alles für Begriffe? Ja, ist ein bisschen schwierig, wenn man noch die ganzen Dinger noch nicht kennt, ganz. Die ganzen Themen. Aber an sich gibt es da sonst. Ja, wobei doch, ich mach das Kann jetzt. nur im Laufe des Ich Spiels mach besser ein werden. Unterthema. Und zwar. Dahin zu. Eventuell auch da. Fangt man zu raten. So Ja, ich lange. versuche Ja, gerade noch irgendwas irgendwas. hier. Ja, Ja. das ist jetzt so ein bisschen vage noch. Sonne, Licht. Vor allem durchsichtig und weiß. Ja. Und dann als Unterthema eigentlich der komplette Körper. Weiß nicht. Ja, was macht man da so? Ich muss. Sonnenstrahlen, Bräunen. Sonnenbad, Nein! Sonnencreme. Ja! So, Hättest du ja noch Chemie oder da er so die absolut machen richtig können. geraten hat, bekommt er eins und einen Doppelpunkt. Das sind so diese zwei Glühbirnchen. Ja. Und ich, da ich die Antwort, diese Frage halt oder Antwort halt gut dargestellt habe, da es erraten worden ist, bekomme ich einen. Können wir dafür auch dann voten, dass du keinen bekommst, weil du schlecht dargestellt hast? Ja, was hättest du gemacht Ja, jetzt? ich habe keine Ahnung. Aber warum durchsichtig? Ich habe noch nie durchsichtige Er Sonnencreme wird ja gesehen. durchsichtig. Wenn Ja, wenn man es sieht halt Ah, leider. Ja, komm jetzt. So Gott. genau jetzt. Okay. Ich versuche mal eine rote. Wir wollten ja eigentlich nur einfache Fragen, aber ich versuche mal was Rotes. Also das Hauptkonzept ist Das da. ist irgendwas mit Weihnachten oder Ferien, sowas. Geburtstag, Feiertag. Ja. Beziehungsweise, ja. Ja, Wobei ich den das kann ja man auch eher als so in. Party oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ich dachte halt Festlichen. wegen diesem Sektglas Ja. da. Okay, das ist das Hauptding und als Zwischending oder als zusätzlich. Flüssigkeit. Flüssigkeit, was zu trinken wahrscheinlich. Ja, einfach mal Bier Da sagen. fängt er gleich damit an. Ja. Okay, und vielleicht als Nebending. Alt, ein Ass. Whisky. Richtig. Oh, nice. Sehr cool. Kriegt der Philipp mal einen Doppelpunkt. Genau, ein Doppelpunkt für dich und ein für Und mich. Okay. ja. Ich weiß nicht, wäre eingefallen, so als erstes. Whisky, aber. Ja gut, okay, aber ja gut, aber das trinken ja nicht nur alte Leute. Nein, 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 weil Whisky, alt. alter Ach Whisky. so, Als nächstes hätte ich das vielleicht noch so wenigstens Wein so wahrscheinlich. frostseitig noch gelegt, als So, das Fass und dann noch stimmt. die Farbe so goldgelb. Ja, das ist nämlich richtig. Deswegen muss man mal drauf gucken, was so die Konzepte sind. Weil Genau. also diese Figuren bestimmen halt wirklich den Begriff. Weil wenn du alt machst, dann heißt das ja nicht, dass die Person oder sonst irgendwas alt ist, sondern dann hättest du es da drauf legen müssen, dann wäre es eine Person gewesen. Genau, weil ich wollte nicht die Person. Ja, genau, richtig. Aber Ja, ich meine nur, also schon ein genau. bisschen zum Nachdenken, so ein bisschen verwirrend dann teilweise. Okay. Das ist jetzt. Ich lass mal hier wieder bei einfach. Ich nehme mal auch ein rotes, weil das könnte man eigentlich ganz gut erraten. Und zwar, das Hauptkonzept wäre dann, wie war das? Pflanzenwelt.
Baum. Nein, Grün. Wiese. Gras. Nein, nein. Mund essen. Irgendwas zum Essen. Pflanzenfresser. Obst, Gemüse. Gurke. Vegetarier. Ja, es ist eine Gurke. Ja, Mann, echt? Ja. Ich wollte eigentlich noch gebogen und gerade machen vielleicht, aber ja, es... Eine grüne Banane. Nein, es ist die Gurke, ja. Es ist die Gurke. Cool. Ja, das ist ja recht gut ausgeglichen. So, nächste Karte. Ui. Ja, Mann. Das ist geil. Zelda. Nein. Okay. Ach man, es sind zwei drauf, die so richtig geil sind. Tja. Soll ich die rote oder die blaue machen? Die rote. Die rote wäre doch schwer und die wäre lustiger. Die rote. Dann die rote. Okay. Also. Literatur. So, dazu kommt... Shakespeare, Romeo und Julia. Nein. Warten wir mal ab. Jetzt, ich mach's jetzt doch mal so. Zwischen Männlein und Weiblein. Nein, warte, ich mach's so. Sehr viel Liebe. Sehr viel Liebe, ja. Das kommt zum Sex in deinem Leben. Nein. Ja. Wie heißt diese Shades of Grey? Ja, Mann! Ey, was ist das? Ja. Shades of Grey? Ja. Ich dachte mir, sowas gibt's mit viel Liebe. Ja, gut. Liebe ist halt ein sehr dehnbarer Begriff. Ja. Gut. Das geht jetzt aber echt Schlag auf Schlag hier. Ja, ja. Sag mich die Leute noch für pervers. Woher weißt du das? Liest du sowas etwa? Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen. Ich habe nur Rezensionen dazu gelesen. Was eingefallen ist, ich hätte auch hier auf Buchtitel noch legen können. Ja. Ja. Aber hat sie erraten. Ja. Das könnte lustig werden. Okay, also das Hauptkonzept. Film. Okay, es ist ein Filmtitel vielleicht. Genau. Kann ich. Ja, das ist doch. Ja, es gibt einen Titel. Ja, genau. Titel, okay. Das ist Titelmarke. Es ist Fiktion. Mhm. Genau. Und darin geht es um. Arbeiter. Oder Beruf. Um irgendeinen Beruf geht es. Genau, ja, genau. Okay. Also, Film. Ich suche den Titel von einem Film. Ja, und dann einen fiktionalen Beruf. Okay. Dann das erste Unterkonzept wäre sozusagen. Krieg. Konflikt, ja, Kampf. Ja. Ja. Verdammt, ich hätte wieder was anderes sagen sollen. Zu spät. Okay, Konflikt über. Film über Konflikt, genau. Ja, wurde nicht spannend zu raten. Das ist gerade noch so offen. Adventures. Das ist gerade noch so richtig offen. Ja, Das ist nicht genauso spezifisch, das könnte halt alles sein. Genau, ja, das ist. Ist es ein Kriegsfilm? Nein. Okay. Also, kann man vielleicht noch. Aber Action muss es sein. Ja, nicht ja, doch. Konflikt. Drama kann auch Action haben. Ja. Eben. Ein Konflikt mit Herz. Nein, Dann, was habe ich mir da nur eingebrockt? Weiß ich nicht. Also, ich versuch mal jetzt, die Dinge zu verstärken. Also. Verstärken. Genau. Ganz viele. Ganz viel fiktional. Also, da ist. Okay.
Und es geht um. Das wäre jetzt auch. Ich hätte auch zu Avengers gesagt, das wurde ja schon gesagt. Nee. Ganz viel fiktionale. Es geht ja um einen Titel. Es geht, um einen Film. Ja, ist gut. Ja, die Avengers. Ja, so heißt der Titel. Herr der Ringe. Das hat man schon, das kann es nicht sein. Sehr seltsamer Maler, geht ein bisschen. Ja, ich bin dabei. Was hast du denn mal eingebrockt? Ja, genau, was habe ich mir noch eingebrockt? Star Wars. Nein. Es spielt schon auf der Erde. Zur Neuzeit, so viel kann man ja sagen, um das vielleicht zu, ja, Datum heute, also ein Konflikt zur heutigen Zeit, aber wegen ein fiktionaler Konflikt, weil hier ganz, ganz viel, ne? Und es geht um einen Beruf, um eine Personengruppe, die einen Beruf ausübt. Soldaten. Nee. Ein bisschen zu viel. Ja, schon viele Tipps. Du sollst mehr legen, weniger Tipps geben. Ja, das stimmt, aber das ist alles so. Vielleicht tun wir noch die Personengruppe. Vielleicht noch. Machen wir noch mal was anderes dazu, was nebensächlich ist. Und zwar. Kommt da drin vor? Eine Person, genau. Die. Auf Fiktion. Genau. Ja, okay. Und Ein Mann. Und durchsichtig, unsichtbar. Und grün. Genau. Sichtbar und grün. Richtig. Vielleicht kann man das noch. Das ist schon irgendwie so mit Fähigkeit und so, ja. So ein Film mit wo Essen, die Leute so über. X-Men! Nee. Scheiße, aber fast, oder? Ja, was ist denn da grün und durch? Ich weiß es nicht. Unsichtbar und Essen. Dann nicht unsichtbar, also durchsichtig, klar, oder ja. Flubber. Nee. Ich weiß nicht, aus welchem Grund ich Ghostbusters eben im Kopf habe. Richtig! Wegen Slimer habe ich gehört. Richtig, genau. Jetzt mal halt zwei. Und du kriegst den ein. Ghostbusters, okay, ja. Ja, ich dachte zuerst, ja cool, Filmtitel, ganz einfach, es geht um eine Personengruppe und da ist halt ganz viel Fiktionales drin. Und dann, okay, Konflikt, wollte ich halt auf Jäger oder das hinaus und dann dachte ich mir so, ja scheiße, wie stellst du jetzt Geister da? Ja, unsichtbar. Und dann mit Essen und dann hat ja, genau, mir genau. Slime eingefallen. Ja, richtig. Dran, Philipp. Ja. So, gut, dann was habe ich denn? Doch. Was Mittleres wieder. Okay. Weil das wirklich. Das kommt man gut drauf. Und zwar. Ein Literaturstück. Buch. Ja, Literatur erstmal. Ja, jetzt. Buch. Jetzt ganz okay. Okay. Dieses Buch. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Manche sagen, es ist Geschichte. Okay, es ist in irgendeiner Art. Okay, okay, okay. Eine Person. Mit Wasser. Eine wässrige halbe Person. Die geschnitten ist, was? Was ist denn das? Schere, warte, was ist das? Das ist schon geschnitten oder getrennt, halb schneiden. Halbe Person. Geteilt. Eine geteilte Person, die flüssig Wasser, ist. Wasser. Ach, die Sage über einen Meerjungen Mann, oder wie? Geteilt, Wasser, Person. Und schwimmen. Gott. Ja, Eine alte geteilt. Person. Na, das ist ja hier alles. Das Grüne ist ja das Hauptkonzept, ja, da genau. Geht es ja um dieses, das gehört alles zu dem Hauptkonzept. Alt, vielleicht fiktional, vielleicht auch nicht. Gut, da kann schon mal nicht Neptun sein. Ja, ne. Und das alles, natürlich das Unterkonzept, hat alles miteinander zu tun. Ja. Schwimmen und halb und flüssig. Ja, schwimmen, Meer, Teil.
Eine alte Person. Moby Dick? Moses. Moses ist es, ja. Um Gottes Willen. Ah, da hättest du hier noch Mythologie oder Religion. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr Religion. Müsste aber glauben, genau. Jetzt muss ich sagen, mit dem Schwimmen, Meer, Teilen. Ja, Teilen, das ist... Jetzt, wo du sagst, ja, Mann. Ja, aber stimmt, ja, da gibt es ja noch hier dieses Feld für Religion, müsste ich glauben. Hätte ich auch legen können. So, jetzt bin ich wieder dran. Natürlich. Jetzt wähle ich erstmal aus. Oh je. Ah, das ist aber schwierig. Okay, mach mal das doch. Also, Hauptkonzept in dem Fall ist, das ist, was ist denn das? Ja, genau, genau. Und zwar, Nebenkonzept, fiktionales Werk aus einem fiktionalen Film. Ja. Und dann... Was machen wir dann da haben wir das Zeus. Ach, machen wir noch, das ist noch grün, weil Werkzeug. Und okay. Das ist... Und, wo ist denn das jetzt? Das hier. Aber... Aber... So, und damit... Schmaler Zylinder. Ja, ein schmaler, gerader Zylinder. Okay, und genau. Das Schild von diesem Captain America? Nee, dann wär's ja nicht. Das ist schwierig jetzt. In der Farbe, rot und blau, Werkzeug. Ja, in dem Film ist das hier. Kontroverse, invers, Gegenteil, grundsätzlich, gegensätzlich. Was, blau gegen rot? Aber ein Werkzeug, das ist ja das gehört zum Werkzeugkonzept. Ist nicht ganz so falsch, blau gegen rot. Nicht ganz so falsch. Und ein Filmkonflikt. Aber ein fiktionaler Konflikt. Hat irgendwas noch mit einem Zylinder zu tun. Was zum. Ich überlege aber, wo ich noch was drauflegen kann. Das ist so ein bisschen. Aber sicher, dass Rot und Blau mit dem Werkzeug direkt an sich zu tun haben? Ja, ja, ja. Okay. Welches Werkzeug ist denn Rot und Blau? Oder sind wir überhaupt mit Werkzeug, sind wir da auf dem richtigen Weg? Ja, ja, das ist schon richtig. Es geht halt um etwas in dem Film. So eine Art Werkzeug. Versuch doch mal den Film noch ein bisschen zu... Genau. Ja, okay, ich versuche es einen Film zu beschreiben, okay? Ja, du hast ja schon Film, das ist ja Kategorie. Ja, 1. Ja, aber was das für ein Film ist, versuche ich mal zu beschreiben. Und zwar ist der Zeit. Zeitdauer. Ist doch das Richtige, ne? Ende. Ende oder nach. Nachkrieg, also ein Apokalypse mäßig. Ganz, ganz. Ganz weit. Eine endliche Geschichte. Nein. Boah, ey. Puh. Okay, mit diesem Werkzeug. Schneiden, ja? Teilen, schneiden. Ne. Holz, schneiden. Alles Schneider. Ne. egal. Ein Plasma-Kaffee. Ein Laser. Ja! Laserschwert? Was? Laserschwert. Ah, nee! Laserschwert, verdammt!
Warum sagst du dazu Werkzeug? Ja, was sonst? Waffe gibt's doch nicht. Ja, das ist doch was anderes. Ja, gut, also gut, ich hätte Konfliktwaffen? Ach ja? Ja. Ja. Ich dachte, das ja. Also, ja, du kannst ja bestimmt auch andere Sachen machen. Türen öffnen zum Beispiel. Der mobile Laserschwert Dosenöffner. Also, ich kriege jetzt eins, oder hast du schon? Nee, also, die gibt's aber auch in anderen Farben, ne? Ja, die gibt's in allen möglichen Farben. Ja, ich weiß, aber blau und rot sind halt die Haupt, weißt du. Oder was, grün? Grün, blau, rot. Grün, blau, rot. Okay. Ja, egal. Hast du schon dein zwei? Nee. Okay, dann bitteschön. Aber ohne Laser wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich dachte so, ein Werkzeug, ich hang am Werkzeug, ja. Ja, deswegen kann ich ja schon so auf Plasmaschneider, ja. Laserstrahlen. Oh, das könnte interessant sein. Also, das ist jetzt nicht der Begriff, den ich wähle, aber als schwieriger Begriff wird hier vorgeschlagen, unterschwellige Botschaften. Wie soll man da drauf kommen? Also ich meine, es gibt Begriff nach unten, ja, aber unterschwellig, eine Botschaft. Okay, Ausdruck wäre das halt so ein Ausdruck. Ja, vielleicht so, sogar mit Herz oder sowas, du weißt nicht, eventuell. Oh, okay, aber so, das ist schon... Unter... Ja, meine ich nicht. Schwellig. Okay. Mir kommt so vor, als fehlt hier eine Kategorie. Ah ne, die fehlt nicht. Perfekt. Also, das Hauptkonzept liegt hier. Person. Eine männliche Person. Genau, eine männliche Person. Mit Sporterholung. Aha, genau. Okay. Ja, das ist und doch... Ja gut, okay. Könnte nur mal in den Sportler gehen. Konflikt. Aha. Genau, das ist eigentlich ganz einfach. Konflikt, hören, ist es ein... Hören, Ohren, Klang? Was mal? Ein Konflikt, Ohr, Hören, Person. Mit, was war das jetzt? Erholungssport, Aktivität. Musik hören. Konflikte hören. Streiten. Nein. Streit. Also wir suchen ja eine Person. Genau. Eine wirkliche Person. Ja, stimmt. Das hat irgendwas mit Sport, schätze ich mal, zu tun, mit Konflikt, und es gibt diesen Sport. Und Hören. Ja, vielleicht. Ohr. Hören, Ohr. Schneiden. Ohr abschneiden. Hat der kein Ohr oder was? Es ist nicht Niki Lauda. Mike Tyson? Richtig! Halbes Ohr. Ja. Der Ohrbeißer. Ja. Oh Mann. Ja, wegen Konflikt, da so, das muss ja irgendwie so boxen, bla bla. Und da habe ich mich am Hören aufgeengt ein bisschen. Also, ja, Ohr. Wie steht ja hier auf Ohr? Gut, dann bin wieder ich dran. Das ist was Einfaches wieder. Es ist... Okay, es ist ein Datum. Ja. Zeit halt, irgendein Ereignis halt. Mit Liebe. Ein Liebesereignis. Herz, Leben. Todestag. Ja, als Unterkonzept würde ich Geburt, sagen. Geburt. Nee, so. Okay, es ist ein Geburtstag. Kann männlich ein männlich Valentinstag. Sein. Genau, Valentinstag. Deswegen feiern Männchen und Weibchen, ja. Ja. Okay, dann unterbreche ich mal die Runde. Und zwar machen wir dann in der nächsten Folge weiter, gell? Genau. Bis dann. Tschüss.